Der marokkanische Nationalspieler Mehdi Benatia hat seinen Wechsel von Juventus nach Katar verteidigt und erklärt, dass er sich auch aufgrund seiner Familie für einen Transfer zu Al-Duhail entschieden hat. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Ich musste viel Kritik für meinen Wechsel nach Doha einstecken, aber ich erwarte, dass meine Entscheidung respektiert wird, wird er auf der Website von Al-Duhail zitiert. Es ist das Beste für mich und meine Familie. Mehdi Benatia, ich möchte, dass meine Kinder in einem muslimischen Land aufwachsen, statt weiter in Europa sein Geld zu verdienen, strebte der Verteidiger, der zuvor beim FC Bayern und Juventus Turin unter Vertrag stand, an, wieder in einer islamischen Kultur zu leben. Ich möchte, dass meine Kinder in einem muslimischen Land aufwachsen. Neben Al-Duhail hatte Benatia auch Angebote aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien. Punkt. Ich habe mich für Doha entschieden, weil im Verein hier einige Marokkaner spielen, die ich aus der Nationalmannschaft kenne. Kurz vor dem Deadline Day hielten sich auch Gerüchte um ein mögliches Interesse von Manchester United hartnäckig.